Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt auf meinem Kanal, und zwar zum Spiel Dead by Daylight. Ja, das Spiel ist aktuell in der Beta-Phase, es ist ein Horrorspiel, ich freue mich sehr darauf. Das Spiel geht allerdings, die Beta geht nur noch bis heute 0 Uhr, wir haben es jetzt 11 Uhr, also 23.15 Uhr nach dem Deutschlandspiel. Ich war das ganze Wochenende nicht da und nutze jetzt noch schnell die Dreiviertelstunde, um das Spiel aufzunehmen und euch zu zeigen. Am Dienstag kommt es raus, wer Bock hat, sich das zu holen, in der Beschreibung findet ihr wieder den Link. Wenn ihr das darüber kauft, kriegt ihr es A, ein bisschen günstiger, und ich kriege 1-2% ab und ihr unterstützt mich dabei. Also, wer Bock hat, sich das Spiel zu holen, wäre cool, wenn ihr es über den Link macht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Vorneweg nochmal vielen Dank an Mr. Helm, der hat mir nämlich einen Beta-Key gegeben. Und ja, deswegen schauen wir jetzt auch mal rein. So, wir machen schnelles Spiel. Wir können als Überlebender spielen oder als Killer. Hier seht ihr den Killer und hier seht ihr 4 Überlebende, und genau darum geht es in dem Spiel auch. Der Killer muss die 4 Überlebenden töten. Die 4 Überlebenden müssen 4 Generatoren anschalten. Deswegen auch per Dead by Daylight. Ja, also wenn die alle 4 Generatoren angeschalten haben, haben sie gewonnen und können das Gelände verlassen, und er muss halt versuchen, sie alle zu killen und daran zu hindern. So, wir machen schnelles Spiel und starten mal. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich hoffe, es funktioniert alles. Level 1, wie gesagt, ich bin gerade nach Hause gekommen, habe das Deutschlandspiel geguckt und ab geht's. Ausstattung, wir gucken mal kurz. Wir können dann wahrscheinlich noch ja, uns dann ausstatten, die ganzen Charaktere. Wir können eine Lobby erstellen. Okay, ne, wir wollen ja gar keine Lobby erstellen. Geh mal zurück. Ich wollte doch ein schnelles Spiel haben. Ja, ist vielleicht gerade keine offen, deswegen. Das kann natürlich auch sein. Wir lassen es mal laden. Ob es jetzt eine gefunden hat. Jetzt macht es gerade nichts. Das sieht schon mal gut aus. Hey, da haben wir eine Lobby gefunden. Level 20, Level 19, alles klar. Okay, und nochmal Level 20. Die spielen das schon eine Weile. Ausstattung. Ja. Wir haben nichts. Wir können hier dann noch Sachen auswählen. Ach, guck mal doch, wir haben schon verschiedene Sachen. Guck mal, die hat das auch an. Das ist kacke. Wenn die das auch an hat, dann nehmen wir das nicht. Okay, nehmen wir mal die lange Hose. Mit Cappy. Aber Cappy ist auffälliger. Obwohl, ist auch egal. So, und dann können wir hier bestimmt noch Gegenstände und sowas freispielen und so. Das finde ich schon wieder cool. Wir machen mal fertig. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja, ich mag dieses Spiel auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, bei Mr. Hammer kurz reingeguckt. Am Freitag, kurz vor Feierabend. Und es sah sehr interessant aus. Und deswegen, ja, freue ich mich auf jeden Fall, jetzt auch endlich mal reingucken zu können. Spielen ja zurzeit irgendwie gerade alle. Die Hälfte von euch hat es bestimmt schon irgendwo anders auch mal gesehen. Aber, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Spiel beginnt in 50 Sekunden. Wenn die denn mal bereit drücken würden. So, ich habe das, wie gesagt, vorher noch nicht gespielt. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu blöd an. Hab das Spiel mal auf Deutsch gestellt. Gucken wir mal. Dienstag kommt's raus. Ich habe es mir, wie gesagt, jetzt noch vorbestellt. Okay. Was war das? Endlich wieder ein Horrorspiel. Das ist auch so ein Multiplayer. Das geht nicht alleine. Also klar, ihr könnt es auch alleine spielen. Aber halt immer online mit anderen zusammen. Was ich ein bisschen blöd finde, was ich mir sagen lassen habe, man kann das Spiel jetzt nicht zu zweit in ein gleiches Match joinen. Das wird vielleicht ab Release wird das funktionieren, aber jetzt aktuell in der Beta funktioniert es nicht. Sonst hätte ich jetzt auch das angezockt mit jemandem zusammen gemacht. Aber ja, so mache ich es jetzt halt alleine. Genau, man kann halt nicht mit zwei Freunden sozusagen in eine bestehende Lobby joinen, sondern man müsste eine eigene erstellen, und dann spielt man halt zu zweit gegeneinander. Ist auch ein bisschen lame. Deswegen, ja, machen wir es jetzt alleine. Okay, da sind wir. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Mörder, der rennt hier rum und will uns natürlich töten. Ich glaube, man kann zweimal gehittet werden. Oh Gott. Die Kopfhörer sind ganz schön laut. Und wie gesagt, wir haben es nachts. Hier sind Adler. Ich muss aufpassen. Muss halt gucken. Ich weiß auch gerade nicht, wo die Generatoren sind. Okay, da hinten haben wir Licht. Da kann man rennen. Hier kann man schleichen. Das Feeling ist auf jeden Fall schon mal sehr geil, weil man nicht weiß, wo der Typ rumrennt mit seiner Machete. Der kann auch Fall legen. Und wenn man da reintritt, so Bären fallen, dann kriegt er eine Benachrichtigung, dann hört er das. Da ist auf jeden Fall ein Generator. Oh, da ist schon ein Mitspieler. Komm, du machst das, ich halt Wache. Das ist natürlich geil, wenn man das nachher mit mehreren spielt. Oh, jetzt, das hat der 100 Pro gehört. Da kann man sich nämlich absprechen, wenn man das mit mehreren spielt. Darf nur der Mörder halt nicht. Okay, wir bleiben mal hier.
Okay, aber das Ding ist, wenn man das mit zwei Mann, den Generator... Wow. Geh mal weg, der hört das nämlich. Da hinten... Okay, da hat er einen aufgehangen. Das bedeutet, dass der noch da hinten rumrennt. Okay, der soll in Space drücken. Wow, das geht aber schnell. Da musst du auf jeden Fall gleich den Finger auf Space haben. Komm, einmal probieren wir es noch. So schnell ist der doch nicht hier, oder? Gott, ich habe voll Schiss, dass der jetzt hier um die Ecke kommt. Okay, da ist jemand in die Falle getreten. Ich könnte dem jetzt helfen, aber das heißt, er geht dann auch wieder dahinter. Ich bleib mal hier bei meinem... Vom Space kriegen wir. Wo bleibt das Space? Lenk mich nicht ab da hinten. Jetzt kommt hier kein Space. Aber gleich kommt bestimmt der Mörder von hinten. Ach komm, das war da genau drauf. Ich muss weitermachen. Ich glaube, das geht sonst wieder ab. Gott. Man hat da schon ein bisschen Schiss. Wenn der hier um die Ecke kommt. Das erinnert mich auch immer voll an Texas Chainsaw Massacre. Wenn der einen verfolgt. Wow, das war knapp. Okay, wir haben einen Generator. Jetzt muss ich auf jeden Fall weg. Okay, da hängen zwei am Haken. Man kann die auch befreien. Das probieren wir jetzt mal. Okay, jetzt sehe ich da dieses Rote. Heißt das, dass der Typ da ist oder was? Komm, wir gucken mal, ob wir dem... Wow. Wo ist der Haken? Ich weiß noch nicht, ob wo hier irgendwo ein Haken ist. Ich spiele das erste Mal. Ah, die sind schon tot oder was? Dann bleiben wir jetzt mal bei dem Generator hier drin. Dieses Herzschlag-Typ-Zeugs. Ist ganz schön. Hört man den auch laufen? Ich glaube nämlich, den hört man gar nicht laufen. Boah, jetzt muss ich Space treffen, sonst war's das. Der kommt doch sofort hergelaufen. Scheiße. Komm, wir probieren das jetzt nochmal. Wenn er kommt, dann kommt er. Wenn nicht, dann habe ich Glück. Fast. Okay, pass auf, die hole ich vom Haken. Wenn ich wüsste, wo die ist. Da hinten. Der wacht hier bestimmt irgendwo. Die Mucke. Komm, ich krieg dich. Boah, da ist der Mörder. Boah. Ist der noch hinter mir? Boah, da ist er. Boah. Oh, scheiße, ich humpel. Das heißt, er kriegt mich. Oh, da hat er mich. Oh Gott, jetzt hat er mich. Dieses Feeling ist auf jeden Fall... Oh, ich kann mich bewegen. Das Feeling ist auf jeden Fall richtig geil, wenn man... Wenn man... Boah, das geht voll durch die Finger. Oh, da ist der Haken. Nein!
Das Feeling, ich sag's euch, wenn der Typ hinter einem ist und der hinterher läuft. Geil. Adrenalinausstoß pur. Ich glaube, das Spiel kann richtig Spaß machen, wenn man das mit Freunden spielt. Spielergebnis geopfert. Okay, ich krieg jetzt Punkte. Hier oben ist mein Level, Level 1. Okay, Tapferkeit habe ich auch einen Punkt bekommen, weil ich die retten wollte. 3100. Ey, ich habe einen Generator gemacht. Guck mal, der ist bei Twitch. Schleichwerbung. Ich habe doch einen Generator gemacht. Da habe ich trotzdem die schlechtesten Punkte. Verstehe ich gar nicht. Okay, ich habe ein Update zur Verfügung. Level 1. Blutnetz. Dein Verstand hat sich dem Blutnetz geopfert. Letzte Nacht bin ich aus dem Nebel zurückgekehrt und fand mich in einer ruhigen Ecke wieder, wo das Monster nirgendwo zu sehen war. Aber das ist ja dämlich, dass diese Laute hier so, ich hörte auf zu rennen und war sofort in einer seltsamen Ruhe. Ja, okay, komm, wir klicken mal auf Fortfahren. Und da kriegt man dann so, guck mal, verringert leicht die Einstellzeit von Bärenfallen. Okay, das ist halt für den Mörder, denke ich. Wo ist das? Seltene Opfergabe. Guck mal, da brauchst du die Punkte für. 1500. Ausstattung habe ich auch neue bekommen. Okay. Geheimkiste, da braucht man 3000. Und die kann ich mir jetzt aussuchen? Nee. Wo sehe ich denn meine Punkte eigentlich? Ausstattung. Okay, muss ich mir jetzt hier was aussuchen oder was? Fallensteller, Handschuh. Okay, das war das mit dem Handschuh. Gewährt 50% Bonus, Blutpunkte. Okay. Boah, das ist noch alles so neu. Das muss man sich in Ruhe auf jeden Fall mal durchlesen. Ich muss mir allerdings beeilen, die Beta endet bald. Deswegen, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Handschuhe. Guck mal, siehst du, das kann ich nämlich gar nicht. Doch kann ich. Muss man gedrückt halten. Hier oben sehen wir die Punkte. Jetzt habe ich noch 1500. Putz. Okay. Und nochmal. Okay. Ne, kann ich nicht. Okay, dann dreht einer Lobby bei. Machen wir noch ein Spiel. Eins geht noch. Hoffe ich. Dass die Beta nicht gleich endet. Wir haben es jetzt 10 vor um. Komm, eine Lobby, eine Runde schaffen wir noch. Crazy. So, jetzt haben wir endlich eine Lobby gefunden. Wir drücken natürlich auf fertig, damit wir hier fertig werden. Man kann hier irgendwo den Charakter auch noch wechseln. Wo genau, kann ich euch aber gerade gar nicht sagen. Tägliche Rituale. Okay, absolviere die Rituale. Cool, da kriegst du Belohnung. Werde für insgesamt 5 Minuten vom Killer verfolgt als Mac. Okay. Ich möchte jetzt aber loslegen. Letztes Spiel in der Beta. Auf den letzten Drücker sozusagen. Also ich denke mal, das wird wirklich die letzte Runde jetzt sein, wenn die losgeht. Und dann ist die Beta vorbei. Dann ist es 0 Uhr. Okay, Spiel beginnt in 0 Sekunden. Ja. Ich hätte gerne nochmal als Mörder gespielt, aber das zeige ich euch dann am Dienstag, wenn die Vollversion raus ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Muss ich mal gucken, mit wem ich das so spiele. Ich habe gesehen, es spielen eine Menge aus meiner Freundesliste. Dann gucken wir doch mal, wen wir da so zusammenkriegen. Mit 5 Leuten wäre das natürlich geil. Cole Tower. Da ist er. Okay, gucken wir mal. Es wäre cool, erstmal zu wissen, wo der Mörder generell ist. Das Problem ist, Der läuft hier bestimmt. Der läuft hier bestimmt die Generatoren ab. Oh Gott, jetzt muss ich wieder Space drücken, sonst entdeckt er mich. Oh Gott, ich höre diesen Herzschlag. Ich glaube, das kommt immer, wenn er in der Nähe ist. Okay, jetzt ist es wieder weg. Okay, er hat einen erwischt.
Wo hat er ihn erwischt? Scheiße, sehe ich nicht. Oh, ich höre Herzschlag. Ist hier weg. Vor allem, die hat voll auffällige Sachen an. Warum? Er hat schon zwei erwischt. Was stimmt denn mit denen nicht? Okay, das war schon mal super. Ah, jetzt hat er einen am Haken. Hat er jetzt nochmal Space oder habe ich den Generator für mich? Man hat auch gar keine Zeit, irgendwie nach rechts und links zu gucken. Man muss immer gucken, ob dieses Space da unten kommt. Komm schon. Oh Gott, der Herzschlag war schlimmer. Komm, den Generator kriegen wenigstens. Herzschlag ist weg. Verdammt, komm, das Stückchen noch. Herzschlag wieder da. Heißt das jetzt, ich muss 5 Generatoren kriegen? Da links? Oh, tatsächlich 5 Generatoren. Da hinten hängt einer am Haken. Ich glaube, den versuche ich jetzt zu befreien. What the fuck, dieser Herzschlag ist so doll. Ich wüsste, wo der Typ ist. Da hinten ist er. Nein, renn weg. Oh, jetzt hat er gleich 2. Ja, okay, häng den auf und verfolg den anderen. Dann hole ich den Kumpel hier. Gott, ist das spannend. Komm, renn weg, Kumpel. Gott, wo ist der Mörder hin? Der war doch hier gerade. Oh Gott, hier bin ich von allen Seiten angreifbar. Das ist nicht cool. Dieses Space ist so verdammt wichtig. Ich sag's euch. Ich frag mich immer, was die anderen machen. Ich hole jetzt hier meinen zweiten Generator und die... Die lassen sich in einer Tour von dem cachen. Ich meine, gut, wenn ich jetzt sterbe, ich gucke mich auch nicht um. Ich achte jetzt lieber auf das... Okay, der ist da hinten. Hm, das ist aber gar nicht so weit weg von mir, glaube ich. Wie gesagt, man guckt eigentlich nur unten, wann das Space kommt. Weil jedes Mal, wenn der Generator explodiert, hört er das natürlich. Komm schon. Boah, ich krieg die Krise. Es ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Da hinten läuft er, ich sehe ihn. Puh. Ja, genau, da habe ich ihn gesehen. Ey, die sind alle schon wieder tot, Mann. Was soll das? Bam, wir haben einen Generator. Schon der zweite. Kriege ich die befreit da hinten? Ich wüsste, wo der ist, ey. Da ist er. Der läuft die natürlich jetzt ab. Wo ist er denn jetzt? Der ist voll schnell, der Typ. Komm, wir riskieren das jetzt. Da ist er. Wow. Hat er mich gesehen? Okay, hier ist noch ein Generator, aber ich weiß nicht, ob der hinter mir ist. Das müsste so. Ach du Scheiße. Also ich muss euch sagen, das Feeling ist auch echt geil. So ein Typ. Boah. So ein Typ mit so einer Machete rumrennt.
Das könnte mein Todesurteil gewesen sein. Zwei Generatoren noch hier und rechts seht ihr noch einen im Augenwinkel. Boah, mein Herz, ihr müsst das spielen, ich sag's euch. Oh, komm schon, vielleicht gewinnen wir das Ding auch noch. Weil der wird am letzten Generator hocken, der Penner. Das ist eigentlich echt ein bisschen unfair. Der kommt eh gleich um die Ecke. So, jetzt habe ich noch einen Generator. Und für ihn ist das ja jetzt natürlich ein Kinderspiel, weil... Ich würde halt gern wissen, wo er ist. Ich das einschätzen kann. Einen Generator brauche ich noch. Da ist er. Er ist so überfucking schnell, das geht gar nicht. Und da ist der Generator. Komm, wir probieren das jetzt. Alter. Ich mach mir eine Hose. Ja, der kriegt mich jetzt zwar, aber ist mir egal. Oh, da hat er mich. Nein! Warum kann ich mich nicht befreien? Doch, kann ich. Aber das schaffe ich nicht. Hat er mich. Kacke. Ey, komm mal, aber ich habe 3 Generatoren geholt. Oder 4 sogar. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Und die anderen, ups. Oh, guck mal, fast. Fast. Oh, komm, ich war doch fast befreit. Ach, komm, ey. So ein Cheater. Er braucht ja nur noch einen Generator befreien. Also bewachen, meine ich. Scheiße. Wozu, wo wir da hochkommen, habe ich keine Ahnung. Ich denke mal, das erfährt man dann im vollständigen Spiel am Dienstag. Aber ich habe 3 oder 4 Generatoren geholt. Und die anderen haben sich einfach opfern lassen. Das finde ich nicht in Ordnung. Also wenn ich jetzt hier nicht auf mindestens Platz 2 bin, dann weiß ich auch nicht. Ah, guck mal, das gibt Punkte. Abgeschlossen, minus 1, was? Ich habe auf jeden Fall ein Update. Ja, guck mal, Platz 2. Das hier das ist der Mörder. 11.000 Punkte. Was hat er denn bitte gemacht? Das soll mal einer verstehen. So, wir haben auf jeden Fall ein Update. Wir gucken uns nochmal schnell das Update an. Ich schwör's euch, dieses Spiel. Übergut. Okay, wir haben hier ein Update. Geheimkiste. Beinhaltet eine. Okay. Kostet 3000. Also wir haben mal, wir machen das. Klicke zum Fortfahren. Was ist die Geheimkiste? Was haben wir da jetzt bekommen? Okay, da können wir uns das letzte auch noch holen. Oh, neue Mondbukett. Okay. Ah, guck mal, jetzt können wir das auch. Guck mal, hier haben wir alles schon. Und das auch noch. Haben wir sogar noch die Punkte? Nee, haben wir nicht. Dafür fehlt es noch. Okay, dann gucken wir mal bei Ausstattung. In eine andere Rolle springen. Ah, okay. Bärenfalle. Ach was, jetzt habe ich die Bärenfalle. Macht unbeweglich und verletzt gefangene Opfer. Und hier können wir jetzt auch den Charakter wählen. Ah, okay, dann verändert sich hier oben der Charakter. Okay, ich verstehe. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit ihr gespielt. Und da können wir natürlich beim Blutnetz dann pro Person hier auch noch Sachen freischalten. Guck mal, hier zum Beispiel Bomben. Ein Seil. Okay, eine Werkzeugkiste. Ah, krass, die haben auch noch alle eigene Fähigkeiten. Korrekt, das werden wir uns alles am Dienstag angucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Man hat wirklich ein geiles Feeling, wenn man von dem gejagt wird. Und ja, soweit erstmal zu Dead by Daylight. Wenn euch das Spiel gefällt, wie gesagt, dann holt es euch. Link ist in der Beschreibung.
kriegt er ein bisschen günstiger. Ansonsten würde mich natürlich in den Kommentaren interessieren, wie ihr das Spiel findet, ob das auf euch jetzt auch so einen geilen Eindruck macht wie auf mich. Also ich bin ziemlich geflasht, es macht ziemlich viel Spaß und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und ja, vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst ein paar Kommentare und ein paar Daumen da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Angezockt wieder. Macht's gut, euer Chris. Ciao.